Während unsere Gattin etwas betrunken neben uns steht, seht ihr den Familienhierarch, den Patriarch, Herzog Christopher. Und damit heiße ich euch willkommen hier zur neuen Folge Crusader Kings 3 bei Let's Splinter. Schön, dass ihr mal wieder einschaltet. Drückt gerne auf den Abo-Knopf, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Wir sind bei Aufnahme knapp an den 500 Abonnenten und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr alle da seid. Ganz, ganz herzlich willkommen an euch. Herzog Christopher, er hat in der letzten Folge die Grafschaft Klingenberg seiner guten Freundin Beatrix von Fulda zur Verfügung gestellt, durch einen kriegerischen Akt wohlgemerkt, und hat dadurch das Herzogtum ein Stück weit in Richtung Süden erweitert. Wir schielen hier immer noch so ein bisschen auf Mainz, Wiesbaden, Frankfurt und Sayn. Da gibt es aber momentan nicht viel zu sagen. Guckt die letzte Folge gerne diesbezüglich nochmal. Wir werden da sicherlich nicht aktiv. Wir geben momentan gut Geld aus und könnten in Siegen noch ein Stück weit erweitern. Allerdings kostet uns das alles auch echt viel Geld. Also selbst wenn wir jetzt hier bei den Jagdrevieren auf die Aviarien aufstocken, 200 Gold, das ist schon eine Menge. Und insofern werden wir da momentan noch ein bisschen die Finger von lassen. Was ich aber aufgrund des Patriarchs, einen Menschen, der sich ganz seiner Familie und dem Wohlergehen seines Hauses verschrieben hat, anmerken möchte und in der letzten Folge schon gesagt habe, ist zwar nicht ganz unser Haus, Sophie Salia, beste Freundin von uns. Ja, sie ist mit... Nee, sie ist tatsächlich... Wo ist sie denn? In Fulda. Sie hat da einen Anspruch... Nee, den Anspruch hat sie auf Aargau. Egal, vergesst es. Es ist auf jeden Fall unsere beste Freundin und die hat das erste Mal ein Kind bekommen. Und es ist zwar nicht unser Haus, aber wir würden gerne anbieten die Vormundschaft. Ich finde, das passt ganz gut und sie wird das auch auf jeden Fall annehmen. Ob die jetzt dann tatsächlich unsere Kultur annehmen muss? Nein, natürlich nicht. Bei guten Freunden macht man das nicht. Druckmittel können wir nicht, brauchen wir nicht einzusetzen, weil wir auch keins haben. Und insofern bieten wir das aber einfach an. Das finde ich einen feinen Zug. Und insofern geht's in die neue Folge. Wir warten kurz ab. Ja, wir freuen uns, eure vorgeschlagene Ausbildung anzunehmen. Eine edle Erziehung für einen edlen Geist. Sehr schön. Ansonsten können wir es momentan einfach auch mal ein bisschen laufen lassen. Wir gucken auf ihn, er ist 49 Jahre alt, gesundheitlich geht es uns gut, respektive in Ordnung. Herzogin Aino aus Savo hat der Welt verkündet, dass sie und ihre Vasallen zum mozarabischen Glauben konvertiert sind. Desillusioniert von den Lehren der katholischen Priester sehen die Adligen aus Savo den Klerus nicht länger als rechtschaffen und treu an. Und sie distanzieren sich von ihren ehemaligen religiösen Institutionen. Sie erachten sich stattdessen als Mozaraber, deren Doktrinen ihrer Auffassung nach dem Willen von Gott eher entsprechen. Wir konvertieren da auf jeden Fall nicht hin. Und lassen sie glücklich werden mit dem, was sie da tun. Haben hier ein Bündnis? Oh, ah ja. Allzu gerne habe ich vorgeschlagen, dass wir die Bande zwischen uns noch stärken, indem wir ein formelles Bündnis zwischen unseren Reichen schließen. Das ist natürlich super. König Bernhard von Pommern meldet sich. Und das ist ein feiner Zug von ihm. Man muss auch wirklich sagen, die 4900, das ist schon eine Macht. Hatten Erben Prinz Markus. Das passt also auch. Wie ist er? Ah, er ist noch nicht verheiratet. Okay. Da hätten wir eventuell noch was tun können. Ja, wir nehmen das natürlich an. Bei Ablehnung verliert er Meinung von uns. Müssen wir nicht drüber reden. Wir nehmen dieses Bündnis gerne an und sind extrem gut diplomatisch aufgestellt. Ihr seht das, aber das ist auch möglich aufgrund unseres hohen Diplomatiewertes. Der ist einfach super. 20, das ist schon ziemlich herausragend für ihn. Das kann er einfach gut und insofern nehmen wir das gerne entgegen. Katharina wird erwachsen. Nun, da sie erwachsen wird, endet die Ausbildung von ihr. Mit der richtigen Anleitung kann sogar ein Kind wie sie, das kaum ein natürliches Talent für die diplomatische Einflussnahme zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis davon erlangen. So, wir gucken mal. Der Beitrag von Herzogin Wilhelmina zur Erziehung darf nicht unerwähnt bleiben. Ihre Unterweisung hat das Kind weitergebracht, als ich allein hätte schaffen können. Sie graue Eminenz. Wow. Schaut euch das an. Sie ist von 18, aber irgendwie wieder runter auf 17. Grundwert, aber sehr gute Diplomatin. Ausgezeichnet. Katharina von Nassau. Graf Otto, 15. Der wird bald zur Hochzeit kommen. Ausgezeichnet. Ja, und insofern freuen wir uns, dass das so ausgezeichnet und sehr überzeugend funktioniert hat. Und sie so talentiert aus der Ausbildung herausgeht.
können Festmahl veranstalten. Wir gucken uns das nochmal an. Wir sind Jungjäger und eine eifrige Frohnatur. Ist ein bisschen viel, aber gut. Es steht relativ wenig Krieg an. Ein Festmahl sehe ich jetzt aber gerade ehrlicherweise nicht. Wann können wir denn wieder auf die Jagd gehen? Das wäre mir interessanter. 1156, noch ein Jahr. Es geht natürlich relativ schnell durch hier. Können wir so sagen. Ein Charakterfehler von unserem Spielererben. Wenn ich dereinst aus dieser Welt trete, soll mein Sohn und Erbe Albrecht an meiner Stadt regieren. Leider kursieren an meinem Hof Gerüchte über seine unersättliche Gier. Ich frage mich, ob er sich die Treue meiner Vasallen sichern kann, wenn ich einmal nicht mehr bin. Tja, inzestuös, Ehebrecher, puh, gierig, gerecht, sadistisch. Tja, vielleicht überwindet er seine Fehler. Könnten die Vorzüge betonen. Er gewinnt dadurch Meinung von uns. Oder ich achte noch mehr auf mein Verhalten und gehe als gutes Vorbild voran. Feine Manieren. Wie sind wir in der Hinsicht? Gerechtigkeit. Christopher hat einen stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Gucken mal, was wir hier ausrichten können. Albrecht hat mir erlaubt, sein Mentor zu sein, obwohl es ihm ein wenig an Begeisterung mangelt. Ich fürchte, seine Sünden sind zu tief verwurzelt, aber ein wahrlich einschneidendes Erlebnis könnte ihm den Irrsinn seiner Untugenden vor Augen führen. Wie gehen wir vor? Geht hinaus auf die Straße und redet mit den Armen? Gesteht eine Missetat ein und macht sie ungeschehen? Das geht eher nicht klar, weil wir sadistisch sind. Schenkt eure Besitztümer den Bedürftigen. Wow. Oder verzeiht jemanden, dem ihr Unrecht getan habt. Ich denke, das ist vollkommen ausreichend. Als ich Albrecht dabei beobachte, wie er die zugewiesene Aufgabe erledigte, kamen mir langsam Zweifel. Er gab sich keinerlei Mühe, wahre Vergebung zu zeigen und schien rein gar nichts aus der Übung zu lernen. Ich werde Albrecht noch eine Chance geben. Möglicherweise sollte ich einen anderen Ansatz wählen. Tja, Besitztümer. Hat er Besitztümer? Er hat nur Ansprüche. Was bedeutet das? Boah. Können wir über unseren Schatten springen? Na, wir haben es ja deutlich versucht, ne? Wir würfeln das aus und haben aber die letzte Chance hier vertan und würfeln eine 4. Gesteht eine Missetat ein und macht sie ungeschehen. Ja, das finde ich dann noch einigermaßen plausibel. Von der Dringlichkeit. Ich bin entzückt zu sehen, wie sich Albrecht verändert. Okay. Obschon er zu Beginn nicht der Ansicht war, einen Fehler gemacht zu haben, brachte ihn die Reaktion darauf, dass er die Dinge ungeschehen machte, doch zum Nachdenken. Ich nehme an, Albrecht wurde noch nie derart respektiert und seitdem scheint er mir weniger selbstsüchtig als zuvor. Tja, welch großer Erfolg für uns beide. Oder das war nur der erste Schritt, wir müssen weiter daran arbeiten? Nein. Dadurch erhalten wir sehr viel Anspannung und das war schon über ein Schattenspringen an der Stelle. Und dies war lediglich eine pädagogische Fingerübung, nichts weiter. Nee, mögliche Situationen, er wird sprunghaft demütig oder treuherzig und verliert die Eigenschaft definitiv der Gier. Damit ist er gerecht, sadistisch. Oh, und dann, ja, dann die große Überraschung. Gerecht und sadistisch sind wir übrigens auch. Die Gier geht weg. Und wir lassen das ja einfach mal vom System oder vom Spiel per Zufall entscheiden. Und er ist demütig geworden. Eigentlich am passendsten in so einer Situation, wie ich finde. Das ist ganz gut. Demütig und gerecht. Und trotzdem sadistisch. Auch das wird spannend in Zukunft. Simon profitiert von einer guten Ausbildung. Unser Sohn. Sammeln munter Gold hinzu. Grafschaft von Nassau bekommt konzentrierte Anwendung. Aufgebotsgröße geht hoch, plus 25%. Ja, und wir können eventuell auch nochmal ein bisschen was in unser Militär hier investieren. Wie sieht es eigentlich mit unseren Rittern aus? Die gehen so, muss ich mal festhalten. Wir haben drei gute. Ruprecht mit seinen 10, das ist Durchschnitt. Wir können sicherlich Ritter einladen, die kosten uns ein bisschen Geld. Wir gucken mal, was passiert. Können wir ansonsten hier was verändern? Kriegsvolkregiment könnten wir noch aufbauen. Leichtes Fußvolk, gepanzertes Fußvolk. Das gepanzerte Fußvolk ist relativ teuer tatsächlich. Die Pikeniere auch. Das leichte Fußvolk geht. Wir machen mal eine moderate Änderung hier. Boah, und verlieren hier trotzdem 0,6, glaube ich.
Und wir werden eingeladen von unserer Freundin Gräfin Beatrix. Das wird uns natürlich ein Vergnügen sein. Ja, wir freuen uns drauf. Und gucken, was passiert. Jedem war klar, dass Gräfin Beatrix zu viel getrunken hatte, doch sie wollte unbedingt alle vom Gegenteil überzeugen. Schon das Aufstehen war zu viel für sie und jetzt bin ich von Kopf bis Fuß mit stinkendem Erbrochenem bedeckt. Ja, danke für die Einladung, Gräfin Beatrix. Ihr solltet euch schämen. So oder so, entweder weil wir eine eifrige Frohnatur sind oder wegen der Arroganz. Oh, ich glaube, dann würfeln wir es tatsächlich aus, wie wir antworten. Ich würfel eine 2. Ihr solltet euch schämen. Damit setzt sie Prestige ein, verliert Meinung von uns und wir bekommen Anspannung. Wir bekommen aber höhere Höflichkeitsstandards und der Prestigewert pro Monat geht hoch. Wie zu Hause. Ah, es geht doch nichts über ein Festmahl. Es erinnert uns alle daran, was gut ist im Leben und die Gesellschaft ist ebenfalls nicht zu verachten. Zumindest denken das offenbar die Leute, die in meiner Nähe sitzen. Ihr seid etwas ganz Besonderes, Christopher, meint Gräfin Beatrix zu mir. Die übrigens scheinbar wieder nüchtern ist, weil das Fest geht über Tage. Sophie und Bernhard nicken zustimmend. Ich mache nur, was sich richtig anfühlt. Ja, da geht die Anspannung wieder runter und wir werden eine eifrige Frohnatur. Sehr schön. Oder nein, es war nur zur Verfügung, weil wir es sind, oder? So ist es. Ja, okay. An den wunderbaren Herzog Christopher. Eure Liebe ist, was meinem Leben Bedeutung schenkt. Ich wünsche mir nur, von eurer Liebe umfangen zu werden, damit ich endlich die Tiefe eurer Liebe ergründen kann. Wir beide sind es, die wir gemeinsam die Sonne über den Himmel ziehen lassen. Diese Zeilen sind nur ein schwacher Ausdruck meiner Gefühle für euch. Ich werde alles tun, um meine ergebene Zuneigung zu beweisen. Gezeichnet Benedikta Rübsamen. Was stimmt denn mit ihr nicht? Ah, sie ist betrunken. Alles klar. Unersättlich großzügig und feige. Erkenntnisreiche Denkerin, das war es aber auch. Wo kommt sie her? Was will sie von mir? Kann ich das irgendwie. Ah ja. Sie ist tatsächlich ein Höfling von uns. Okay. Aus dem Hause Rübsamen. Frau von einem Ritter von uns. Bitte. Sie wird versuchen, mein Herz zu erobern. Oder wir. Boah. Lassen wir das zu? Arroganz kann man. Das ist jetzt weder für noch dagegen. Ich würfel das auch hier komplett aus. Soll doch der Würfel entscheiden, ob sie alles dafür tun kann. Eine 6. Lasst auf der Stelle von diesen törichten Vorhaben ab. Und tschüss. Ist, glaube ich, schon mal passiert bei ihm. Ritter ist eingetroffen. Walram. 13er. Der wird wahrscheinlich schon nicht mehr so viel kosten. 49. Wir machen die Nachricht mal klein und gucken, was noch so kommt. Was für ein Festmahl. Lebt wohl, meine Freunde. Verlobte können heiraten. Ja, und das machen wir natürlich. Oh, und das machen wir möglich. Katharina von Nassau ist krank. Es geht ihr aber ganz gut soweit. Ja, und damit wird ein Bündnis hier geschlossen. Also gern wird das angenommen. Die sind verheiratet. Ausgezeichnet. Festmahl veranstalten wir jetzt an der Stelle nicht. Auch und trotz Otto und Katharina, das können sie schon selbst lösen. Warten gern auf den nächsten Ritter. Oh, und es gibt einen neuen Lehnsherrn. Denn Stoimir trank sich zu Tode. Es war doch alles ruhig, zumindest im Reich. Ein Perverser. Huiuiui. Eine Prostmahlzeit. Wer ist unser neuer Lehnsherr? Kaiser Cholo. 48 Jahre alt. Ein ausgezeichneter Kämpfer und ein guter Befehlshaber. Großzügig, rachsüchtig und ehrgeizig. Oh, was kommen da für Zeiten auf uns zu? Brillanter Stratege, Aufseher, Schwertmeister, Logistiker, Plünderer, Glaubenskrieger, Trunken, Trunkenbold, Pilgerer und Reizbar. Verheiratet mit Kaiserin Adelgrima, die übrigens eine ziemlich schwache Person abgibt. Gibt 3 Kinder. Prinzessin Bogdana. Okay, darüber hinaus, Prinzessin Jitka ist schon verstorben. Ah, starb im Kindbett, okay. Und Bogomir. Nun denn, es gibt einen neuen Kaiser. Fraktion sofort geschaffen worden. Benachbarter Herrscher gewann Krieg, Herzog Berthold. Und ein Anstifter wurde entdeckt. Was ist los? Mein Ratsspitzel ist mit Neuigkeiten zu uns gekommen.
Cecile schmiedet Ränke gegen meinen Ritter Kaspar. Sie ist es? Was für ein böser Unhold, okay. Ja, sie ist schwanger. Und übrigens mittlerweile hochschwanger. Ränke spielt Durchschnitt. Eigentlich so eine gute Verwalterin. Okay. Können wir jetzt damit irgendwas anfangen? Ränke spielt Tech, Druckmittel? Nö. Tatsächlich nicht. Können wir sie erpressen oder ähnliches? Nein. Gut, dann wissen wir davon. Und ansonsten war es das für den Moment. Sehr schön. Weiterer Vorzug verfügbar. Und, ja, und dann, während sie hier versucht, einen Komplott zu schmieden, bekommt sie gerade noch zwischendurch ein Kind. Oh, und will es Christopher nennen. Das ist natürlich perfide. Cecile, perfide. Aber lasst den Kleinen ruhig Christopher heißen. Ich freue mich drüber. Theodorich ist angekommen. Und der, oh, der ist natürlich gut, ja. 29 Jahre alt. Und können wir den rekrutieren? 73 Gold. Aber wir haben es ja nicht umsonst gemacht und den finde ich jetzt auch ganz gut. Nehmen ihn gerne. Und hoffen, ihn als Ritter einsetzen zu können. Ja. Ist tatsächlich auch Ritter von uns. Okay, was ist hier? Jagd veranstalten, huldigen, Petition. Ah ja, okay. Ja, das können wir jetzt natürlich wieder machen. Ich denke, huldigen werden wir auf jeden Fall. Cholo weist mich an, mich zu erheben, bestätigt seine Zufriedenheit mit mir zusammen mit meinen Rechten an jenen Ländereien, über die ich an seiner Stadt herrsche. Ja, mehr wollten wir an der Stelle nicht. Wir halten das kurz. Wir bekommen Bekanntheit. Er gewinnt Meinung von uns. Und das Ganze endet an der Stelle. Vorzug verfügbar. Wir wollten auf die defensiven Verhandlungen. Freuen uns darüber. Hier kommt die ganze Zeit etwas in Petition. Ja, wir können noch wieder jagen. Das würde ich übrigens ganz gerne machen. Schauen, was an der Petition drin ist. Aber wir sind arrogant, ne? Ist was wirklich Sinnvolles dabei? Ein Ratsposten? Ja, wir haben schon einen guten Diplomatiewert. Der Bildungswert ist ein bisschen gesunken. Aber Ratskanzler Hardwin kannst du ja in der Tonne. Patriarch. Janosch, selbst bei der Ratskämmerin sind wir besser geeignet. Das Ding ist, Arroganz, wir haben keine Schwierigkeiten mit dem eigenen Selbstwert. Auf der einen Seite gewinnen wir Anspannung hinzu in dem Moment, weil wir arrogant sind, wenn wir zu ihm reisen. Aber ich finde, den Ratsposten fordern kann man arroganterweise trotzdem. Wir sind besser als die, die er in seinem Rat hat. Komm mal klar, lieber neuer Kaiser, würde es heißen. Und ich lege meine Fähigkeiten dar, sowohl die bereits unter Beweis gestellten als auch alle anderen, die mich zu einem geeigneten Kandidaten machen, der neue Ratskanzler zu sein. Und erbitte so einen Posten als seinen Berater. Ich kann es sicherlich nicht schlechter machen, als Hardwin. Ja, wir erinnern uns. Nachdem er die Ansprache gelauscht hat, lächelt er mich freundlich an und sagt: Aber unbedingt, Vasall, ich werde gleich meine Leute entsenden, um sich der Sache anzunehmen. Wow. Ich glaube, so reibungslos ging es tatsächlich noch nie. Ja, ausgezeichnet. Wir kommen der Rivalität mit Herzog Hardwin von Schwaben näher. Ist uns aber vollkommen egal, denn wir sind, und das müssen wir einfach mal wieder festhalten, in guter alter Tradition neuer Ratskanzler. Prestige geht hoch, Meinung der Mitvasallen steigt, Diplomatie-Lebenswandel plus 20%. Wow. Ja, und dann könnte ich mir sogar ein Festmahl vorstellen für 70 Gold, aber erstmal gehen wir auf die Jagd. Sadistisch und Jungjäger, absolut, da sind wir dabei. Das passt uns, denke ich, ein gutes Stück mehr. Und da ist noch ein weiterer Ritter eingetroffen, den wir uns gerade erstmal angucken. Ah, auch ein 19er. Ja, und die 66 geben wir gerne noch aus. Ist er nur Höfling? Er müsste gleich auch Ritter werden. Wir gucken uns das im Nachgang an. Verletzt. Ich breche durch das Gelände und hole langsam die Beute ein, die ich seit Stunden verfolge. Als ich sie gerade zur Strecke bringen möchte, höre ich, wie mein Vasall Bürgermeister Franz vor Schmerz aufschreit. Er ist gestürzt und hält sich das Bein. Tja, weg da, ich bin geschult in medizinischen Dingen oder ich darf keine Zeit verlieren. Wir erinnern uns, sadistisch wie wir sind. Na, da ist wieder beides möglich. Es hilft ja nichts. Der Zufall muss ran. Wir würfeln eine 3. Weg da. Ich bin geschult in medizinischen Dingen. Operation im Felde durchgeführt. Bildungswert geht hoch. Ausgezeichnet.
Und jetzt gucken wir hier gerade nach unserem Militär und gucken nach. Ah, da ist er, der Liebpold. Unser neuer Ritter. Und damit sieht es jetzt extrem gut aus. Das war eine gute Anwerbung, muss ich sagen. Ja, und wir bekommen 150 Prestige hinzu und dann ist doch alles gut. Das Festmahl lassen wir noch ein Stück weit sein. Es muss bessere Situationen einfach geben. Mit den 5 Kindern scheint hier übrigens deutlich natürlich Schluss zu sein bei Herzogin Wilhelmina. Das nur mal am Rande. Und trotzdem sind wir zufrieden. Wir haben jegliche Angebote von Frauen, die uns die Liebe schwören, abgelehnt. Emilie Tichon und Stabern af Orcaina sind jetzt verheiratet. Warum wird mir das angezeigt? Das ist ein Gast von uns. Okay. Können wir den irgendwie anwerben? Ist der anzuwerben? Nicht wirklich. Der mag uns aber auch so gar nicht. Merkwürdig. Wollten einfach mal bei uns heiraten. So scheint's mir. Oh, meine Tochter Katharina wurde gefangen genommen? Warum und von wem? Herzog Gottfried von Brabant. Er ist im Krieg. Warum kann ich jetzt hier die Verbündeten nicht anklicken? Gibt's ja nicht. Na, er ist auch gefangen genommen. Na, das ist ja mal super gelaufen. Unsere Tochter gefangen und schwanger. Lass sie frei. Können wir das unternehmen? Könnten sofort den Krieg erklären, aber nur wegen einem Anspruch. Königin Ida, das würden wir sogar. Boah, guck mal, wir haben 18.000 Leute zur Verfügung, potenziell. Der Herzog Gottfried. Mit dem Herzogtum Brabant. Aber ansonsten können wir, glaube ich, nicht viel machen, ne? Wir können ihn beeinflussen, das hilft natürlich nicht viel. Könnten ihn versuchen zu ermorden, das wird auch auf keinen Fall funktionieren. Nee, da können wir im Moment nichts machen. Außer zu hoffen, dass unsere Tochter wieder freigelassen wird. Das wäre schon sehr schön. Als Patriarch ist uns da natürlich sehr dran gelegen. Und trotzdem sind wir für den Moment machtlos. Königin Ida wurde exkommuniziert. Oh, ist sie denn noch Königin von Lothringen? Ja. Ist unsere Enkelin. Ach so, ah, Richara wurde geboren, ne? Sie ist aber wieder frei. Halt, stopp. Ist sie frei? Ja. Und das Kind ist dafür in den Knast gegangen? Leute. Wir sind ja nicht beim Gefangenenaustausch von Azkaban. Herzog Gottfried hat sie. Also, er ist ja auch wirklich. Was soll das? Aber dass Königin Ida exkommuniziert wurde, was hat sie denn gemacht? Ist eine Hexe. Aha. Und Trostfresserin. 19 Jahre jung. Bildhübsch und ohne Mann. Bin gespannt, wie das mit Lothringen hier weitergeht. Graf Emich gewann 10 Jahre lang 30 Meinungen von uns. Ausgezeichnet. Hier unten wird Krieg geführt. Da geht es eben um die Geschichte hier mit Lothringen. Lassen den Reiter zu ihr einfach mal gerade ein Stück weit auf. Gucken, was da passiert. Und ob da was passiert, nachdem sie jetzt exkommuniziert wurde. Wir können. Oh, ah, okay. Wir könnten sogar einen Exkommunikationskrieg gegen Königin Ida führen. Pah. Wow. Militärische Stärke ist weit unterlegen. Tja, sie könnte dadurch abgesetzt werden. Okay, das ist also möglich. Es passiert nicht direkt was, außer jemand erklärt den Exkommunikationskrieg. Was dann aber damit passiert, weiß wohl niemand. Tja, einen Gerechtigkeitssinn haben wir. Aber da müssten wir ja alle mit reinholen, ne? Wir selbst haben nur die 3000 Mann, ihr habt das gesehen hier. Und dann ist es. Ja, die hat einen Verbündeten, Häuptling Kure mit seinen 300 Mannen und sie selbst hat 2700. Das wäre sogar noch knapp. Das wäre sogar wirklich noch knapp, aber das wäre ein wirklich wahnsinnig intensiver Krieg, wo wir doch mit ihr eigentlich nicht allzu viel zu tun haben. Unsere Meinung von ihr ist durchaus schlecht. Boah, wie würdet ihr das entscheiden?
Donjon in Kassel ist gebaut. Freuen uns darüber. Ich weiß nicht, ob sie kommt ja hier auch in Verteidigerin gegen Herzog Gottfried. Das ist wahrscheinlich auch die Geschichte gewesen. Oh, und wir haben ein Dynastievermächtnis, was zur Verfügung steht, und schauen uns das ganz gerne an. Die Frage ist, was passt ihm jetzt hier ganz gut? Tja, große, fähige Familien, deren Mitglieder einander helfen und unterstützen. Das ist so sein Thema, ne? Also gerade wenn es hier auf stets umsorgt geht oder enge Bande. Ich glaube, wir gehen auf die fruchtbaren Lenden. Anziehungsmeinung geht hoch und die Fruchtbarkeit geht hoch. Blaues Blut, geplante Abstammungen sorgen für würdige Nachfolger. Nee, ich glaube, das ist nicht so das Wichtigste für ihn. Es geht wirklich um die Sippe. Insofern nehmen wir das mit rein. Fruchtbare Lenden. Ausgezeichnet. Ah, Lothringen, die wird natürlich jetzt auch sehr schwach mit ihren 1400. Nächste Fraktion gegen Kaiser Cholo. Cholo ist auch einfach ein irrwitziger Name. Das muss man mal so festhalten. Tja, was würde hier passieren, wenn wir hier agieren in Bezug auf den Exkommunikationskrieg? Das ist wirklich Wahnsinn. Und sie ist deutlich geschwächt. Das lässt sich nicht leugnen. Kaum Verbündete, nur dieser Häuptling hier von Craiova. Oh, wir haben 300 Diplomatie-Lebenswandelpunkte schon wieder erhalten. Konzentrierter Schüler, Bildungswert geht hoch. Und ja, gehen wir auf die Botschaften. Jedes Bündnis gewährt plus eine Diplomatie. Oh, das ist interessant. Wir haben sehr viele Bündnisse. Ja, plus 5 hier. Wahnsinn. Und im Lehnsherr wurde der Krieg erklärt. Wow. Der Prinz Vitomir, Herzog Gorazd von Schwaben. Oh, damit ist hart wie ein Tod. Ich wollte gerade sagen, Schwaben war doch mal was. Er ist begriffsstutzig. Aber das ist natürlich. Boah, Hossa. Der ist schwach, der Kaiser. Stoimi der Dritte von Kärnten. Ah, da bin ich mal gespannt, wie das ausgeht. Aber auch da werden wir uns, glaube ich, nicht ein. Schwer zu beurteilen. Da muss ich mir erstmal einen ruhigen Kopf drüber machen. Lothringen scheint hier ein bisschen mächtig Probleme zu bekommen und der neue Kaiser sowieso. Kaiser Cholo, mittlerweile 50 Jahre alt, der sieht ein gutes Stück jünger aus. Sei es drum. Das werden spannende nächste Folgen und ich freue mich sehr, wenn ihr da wieder dabei seid. Unser Herzogtum scheint ruhig gelegen, aber das müssen wir uns jetzt erstmal angucken, was hier in den nächsten Tagen und Monaten passiert auf dem Gelände. Freue mich also auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, euer Let's Splinter. Macht's gut. Ciao, ciao.